Willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Wir sind mal wieder virtuell versammelt in der Mannschaftsbesetzung, die wir auch schon mal hatten. Heute werden wir gemeinsam quatschen über die Frage, was macht denn eigentlich einen erfolgreichen Release aus? Also außer der Menge von Geld, die auf einen runterregnet. Wir bedeutet in diesem Fall, ich bin Jan Wagner von Owned by Gravity und wir fangen mit dem Steve an. Hi, ich bin Steve von den Pixelmaniacs. Wir sind ein kleines Indie-Studio aus Nürnberg. Björn Pankratz von Piranha Bytes. Und Adrian von Black Forest Games. Super, das machen wir noch 42 Mal und dann haben wir es drauf. Also, ein erfolgreicher Release. Natürlich hofft jeder von uns, dass bei Release man irgendwie Massen von Geld einsammeln kann, die Steam-Ratings nach oben schießen, man im Metacritic 10 von 10 kriegt und danach nie mehr arbeiten muss oder nur noch, wenn man will. Aber das ist ja meistens nicht die Realität. Was ist denn für euch ein Kriterium für einen erfolgreichen Release und ist das ein Unterschied vielleicht zu der jeweiligen Phase, in der das Studio ist? Also habt vielleicht Leute, die so Indies sind, wie Steve und ich, andere Kriterien noch als vielleicht Leute, die in einem großen Studio sind, wo potenziell entweder mehr Erfolgsdruck oder auch weniger Erfolgsdruck da ist, denn ihr geht ja vielleicht nicht sofort pleite, wenn der Release nicht funktioniert. Das kann im Indie-Studio schon eher passieren. Wie sieht es bei euch aus? Adrian, was macht Erfolg für euch aus und welche Kriterien siehst du so für dich als erfolgreich? Na gut, zum einen, ich gehe jetzt mal ganz, ganz bewusst von unserer Situation aus, wie wir jetzt sind. Wir sind Teil von einem Konzern, Embracer Group oder THQ Nordic als Teilgruppe innerhalb dieses Konzerns. Das heißt für uns, Erfolg heißt erstmal entsprechend deiner Entwicklungskosten auch Geld einzuspielen. Ne? Was ganz wichtig ist, und das auch immer in Relation zu anderen Spielen in deiner Gruppe, ja, mit wem misst du dich, ja, weil irgendwann werden ja über den Lauf der Jahre Investitionen getätigt, und dann wird vielleicht irgendjemand mal fragen, okay, was haben die eigentlich immer abgeliefert oder was haben die immer abgeliefert? Ja. Das heißt, du misst dich natürlich auch so ein bisschen innerhalb der Gruppe mit den anderen Spielen oder innerhalb von Spielen jetzt innerhalb des Release-Zeitraums. Bei uns war es jetzt zum Beispiel Desperados und SpongeBob, die Spiele, die kurz vor uns rausgekommen sind. Und da haben wir natürlich geschaut, okay, wer hat jetzt am besten performt? Und performt sind einmal die Sales-Zahlen, was für uns und für mich persönlich sehr transparent ist. Das ist immer Steam, da sehe ich direkt, was da verkauft wird. Ein bisschen untransparenter ist natürlich Retail-Zahlen, weil die sehr viel mit Verzögerung kommen. Ist aber erstaunlich, dass die auch noch sehr viel ausmachen für so ein wie so ein Erfolg bewertet wird. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie funktioniert das Spiel rein technisch? Das heißt, hast du das Spiel rausgebracht und hast du, wie wir jetzt bei Fate to Silence hatten, Unmengen von technischen Problemen direkt nach dem Release, ja, wo dann richtig Stress ist, ja, du musst patchen, warum, weil das keiner vorher entdeckt und was ist da los, was echt ein riesen Stressfaktor ist fürs Team innerhalb mit deinem Publisher, ob du jetzt zum Publisher gehörst oder nicht, es ist egal, da kriegst du richtig Stress. Das heißt, wenn das glatt läuft und du hast keine technischen Probleme, ist auch schon mal ein riesen Erfolgspunkt. Ja, und dann natürlich die Reviews, und da gibt es eben die zwei Seiten, einmal die Metacritic oder die Press-Reviews, wie du da bewertet wirst. Und zum anderen die Spieler-Reviews, wie die Spieler das sehen. Und je nachdem, welcher besser ist, desto mehr stürzt du dich natürlich auf die, wenn du sagst, okay, ja, die Presse, die haben eher keine Ahnung, aber guck mal, die Spieler, die haben es bei Steam mit 95% bewertet, die wissen schon besser. Und wenn es andersrum ist, dann sagst du halt, ja, guck mal, hier, Metacritics 85, ja, und die Spieler, die waren ja nur sauer, weil wir den Charakter nicht den Echtzeitlook gegeben haben. Aber ist auf jeden Fall dann der letzte Erfolgskriterium, wie kommt es bei den Spielern und der Presse aus? Mann, jetzt hast du aber auch einen riesen Rundumschlag gemacht. 15 Themen angesprochen. Ne? Irgendwie brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht weiterreden. Ne? Also Ja, du kannst ja in die Tiefe gehen, in die ja, Tiefe. das mache ich mal. Also ich versuch's mal. Also bisher waren wir immer ein unabhängiges Studio und haben auch noch keinen Release gehabt, irgendwie, wo wir Teil von einem Konzern sind. Zufälligerweise derselbe, ja, wie eurer.
Aber wenn ein Release erfolgreich war, war für uns erstmal das Release, wann fängt das an? Ne? Also so wie das Morgengrauen fängt dann an, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern und morgens um 4 Uhr und so ist das bei uns auch bei so einem Release. Du merkst eigentlich ziemlich früh schon, ob es auf einer Gamescom ist, bevor du das Ding überhaupt released hast oder schon mal Tests spielen lässt und so weiter, merkst du schon, was du für ein Ding hast. Das ist so wie bei einer Mathearbeit. Das wussten wir früher alle in der Schule. Ja, wenn du eine Mathearbeit abgegeben hast, dann wusstest du auch schon das Ergebnis, wenn man ehrlich ist. Ja, weil du wusstest irgendwie, welche Aufgaben du gut gemacht hast und welche nicht und so weiter. Und manchmal gab es eine böse Überraschung, aber eigentlich hat man immer schon vor einem Release, bevor das Ding tatsächlich im Laden steht, schon so ein Gefühl, wie es laufen wird. Du hast ja schon diese ganzen Vorverkaufs, das heißt, auf Wishlisten erscheint dein Spiel und solche Dinge. Das heißt also, dass du schon von den Kunden her das Interesse bemerkst. Ja? Wenn du announced hast zum Beispiel, wie viele Leute dann auch fragen und so in der Zeit, in der Marketingphase, welche Dinge denen wichtig sind und so weiter. Und der Akt nachher, das Ding tatsächlich auf den Markt zu bringen, das ist dann so, dann weiß man eigentlich schon so ziemlich, was man da erwartet und wo man Haue kriegt und so weiter. Und diese Pressegeschichten, die laufen ja auch schon vorher. Das heißt, das ist so ein weicher Übergang eigentlich. Das ist so ein Prozess, der da stattfindet. Der Release, das Release-Date selber, das ist dann eigentlich nur noch eine Abhandlung gewesen von Mechanismen, wie zum Beispiel, ja gut, jetzt muss es der Kunde auch tatsächlich dann bekommen und anfangen zu spielen. Der größte Effekt dabei ist dann natürlich, okay, jetzt haben sie das Spiel bekommen, ja, und haben vorher ihre Vorstellungen gehabt und haben jetzt vielleicht auch Vorschusslorbeeren oder sowas irgendwie. Oder die Presse hat es verrissen oder fand es gut. Oder wie bei uns meistens immer der hier, ne, weiß man nicht so genau, dies, das. Ne. Einige finden es gut, andere finden es nicht gut und so weiter. Das ist bei uns immer so der Klassiker. Wir polarisieren immer ganz gerne, wir Piranhas. Aber dann wenn die Leute dann tatsächlich spielen, gerade zu der Release-Zeit, da fand ich immer die spannendste Sache, tatsächlich die Streams und die Let's Plays zu gucken. Ja. Da hast du tatsächlich gesehen, wie die Menschen mit dem Spiel umgegangen sind, ob die ganzen Sachen, die man sich überlegt hat, ob die tatsächlich dann auch aufgegangen sind in den ersten 10 Spielstunden und so weiter. Und das war für uns eigentlich immer so die aufregendste Zeit, während man schon irgendwie mit der anderen Hälfte seines Geistes irgendwie schon in der Pre-Production oder vielleicht sogar schon in der Produktionsphase vom nächsten Titel war. Das ist natürlich schon eine super Doppel-Dreifach-Belastung irgendwie. Und wenn das Release kommt, fragen uns immer sehr viele Leute, ja, so, jetzt könnt ihr ja dick Urlaub machen, wa? Nö, eigentlich das Gegenteil. In der Produktionsphase hat man eigentlich eher Zeit für sich und sag ich mal, ein bisschen mehr Ruhe und so. Release-Zeit ist einfach die turbulenteste Zeit, die man sich vorstellen kann beim Spiele machen, finde ich. Wie ist es denn für Indie-Studios? Also klar, ihr müsst irgendeine Form von Verkaufserfolg haben. Wobei, wenn man manchmal kriegt man ja auch Unterstützung durch Förderung oder sowas, dann ist es ein bisschen einfacher, weil man sozusagen nicht alles sein Geld selber da reingesteckt hat. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch diese, wie der Björn sagt, so einen weichen Übergang und seid eigentlich führt nur noch den Release aus? Oder ist es tatsächlich so, dass es bei euch eher spannender wird? Und welche Kriterien, wenn man das jetzt gewichten würde, jenseits von Verkaufserfolg, also klar, Geld machen müssen alle, aber was ist für euch noch wichtig? Wie seht ihr sozusagen ein erfolgreiches Produkt, wenn ihr es selber gemacht habt? Also tatsächlich ist für uns der Release schon mehr eine andere hart abgekapselte Phase als bei euch wahrscheinlich, Björn. Gerade weil wir jetzt auch noch nicht so viele Titel released haben. Can't Drive, das wird jetzt unser zweiter voller Release, wenn man den Early Access nicht mitzählt. Und wir versuchen natürlich schon, also wir versuchen natürlich, das Spiel möglichst vollständig fertig zu entwickeln, wie das Budget das halt zulässt, man kennt's. Und dann ballern wir halt wirklich Marketing und da macht jeder bei uns im Studio mit. Wir sind irgendwie 7 Mann und wir ballern da irgendwie Hardcore-E-Mails raus an Influencer und an Presse und an weiß der Gott was alles. Und das ist schon ein harter Cut, der auch super aufregend ist, weil du hast vollkommen recht, ich stimme dir dazu. Man weiß schon ungefähr, was man falsch gemacht hat, was man richtig gemacht hat. Also die Phase, die haben wir auch. Also es ist nichts bei uns, was hier ja, stillsteht oder so. Also diese Anrufe und Öffentlichkeitsarbeit, die kommen da oben drauf. Das ist richtig, das haben wir auch. Ja. Und also genau, man weiß schon wirklich, was man ungefähr richtig gemacht hat, was man falsch gemacht hat. Das ist gar keine Frage. Aber am Ende, also zumindest in unserer Erfahrung, das kann hoffentlich wird sich das im Laufe der Jahre noch ändern. Wir sind schon
wir sind schon heftig am Bibbern und am Zittern, ob das alle anderen auch so sehen wie wir. Es ist ja nicht selten, dass ein Spieleentwickler denkt, er hat was Tolles gemacht und dann sagen die Spieler, sag mal, hey, hast du jetzt einen Vogel oder? Was? Niemals. Von daher ist es schon, schon immer aufregend. Aber so was den Erfolg angeht, wir haben den Vorteil, dass wir ja, wie du auch schon gesagt hast, Jan, dass wir gefördert sind. Das heißt, wir gehen jetzt nicht pleite daran, nicht, wenn wir keinen finanziellen Erfolg haben. Wer pleite daran geht, ist irgendwann unser Förderpartner, was ungünstig wäre. Und wir wollen natürlich auch die Kohle zurückzahlen, die wir bekommen haben. Was einfach so ein ich meine, man hat natürlich gerne Erfolg mit dem, was man macht. Man hat gerne, man sieht gerne, dass es ankommt. Und das, am meisten sieht man das, wenn die Leute die Kohle dafür ausgeben, die sie selber irgendwie hart verdient haben, für diese Sache, die du gemacht hast. Das ist schon was Geiles halt natürlich. Was ich aber von unserem ersten Release von Chromogun sagen kann, der war so ein finanzielles, ich will es nicht Desaster sagen, aber ein Erfolg war es nicht. Wir wussten halt gar nicht, was wir machen. Wir haben irgendwie versucht, so Mobile-Marketing für einen Hardcore-Titel zu machen oder für einen Desktop-Titel zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir sind jetzt so langsam irgendwann mal bald auf Null, glaube ich, damit. Aber was wir sagen können, ist, dass für den ersten Titel, wir haben super, super viel Liebe bekommen von den Spielern, die es gespielt haben. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Kerl, der hat gesagt, das ist das beste Spiel, das er jemals gespielt hat und wir sollen noch bitte mehr Levels rausbringen. Und das ist halt auf einer nicht geschäftlichen Ebene, sondern auf einer Ebene als Entwickler persönlich, ist das meiner Meinung nach der größte Erfolg irgendwie. Wenn du jemanden hast, dessen Leben du bereichert hast mit deinem Spiel, das ist halt schon was Schönes zu sehen. Und so unabhängig von der finanziellen Geschichte ist das schon meiner Meinung nach ein Riesenerfolg, wenn sowas ankommt. Ich glaube auch, also das sind jetzt zwei spannende Sachen, auf die ich gerne nochmal näher eingehen würde. Das eine ist die Frage, wie spielt ein Titel eigentlich sein Geld ein? Also es ist natürlich so, die Ideal, also nach wie vor gilt bei Konsolentiteln nicht ganz so arg, aber tendenziell auch. Im Prinzip muss der erste Monat 75%, 80% der Gesamtumsatzmenge tragen. Und da du ja in vielen Bereichen praktisch Algorithmus gesteuert bist, das heißt, Titel, die ohnehin erfolgreich sind, werden mehr gezeigt und werden dadurch erfolgreicher. Auch wenn die Frage ist, ob Steam dich feature oder nicht, hat es damit zu tun, wie viel hast du initial verkauft, ja, in erster Linie. Das heißt, dein Gesamterfolg hängt von deinen ersten 4 Wochen ab, eigentlich wahrscheinlich sogar in den ersten 2 Wochen. Und wenn du es da nicht schaffst, über einen bestimmten sozusagen Aufmerksamkeitslevel zu kommen oder einen bestimmten Erfolgslevel zu kommen, dann wirst du extreme Schwierigkeiten haben, das jemals wieder hinzukriegen. Das heißt, ein Titel, der sich nicht initial schnell verkauft, verkauft sich lange, lange nicht. Wir haben das bei uns gehabt mit Fantasy General. Wir sind absichtlich sozusagen mit einem kleinen Studio reingegangen, haben also auch niedrige Anforderungen, was den Break-Even betrifft. Den haben wir dann auch relativ schnell erreicht, aber es hat sich, nachdem wir, das zum Thema Bauchgefühl, nachdem wir eigentlich total viel super positiv Feedback gekriegt haben, die Presse hat es geliebt, wir haben irgendwie hohe 80er-Wertungen gekriegt in relevanten Magazinen. Wir haben super, also wir haben immer noch ein Steam-Rating von sehr positiv Blipper Blue, aber es ist auch verglichen mit anderen in dem Genre nicht super gut gelaufen. Also so, dass wir noch davon leben könnten, so dass unser Publisher es okay findet, aber unter den Erwartungen geblieben, muss man sagen, nachdem wir alle vorher dachten, so, wow, wir fühlen die positive Energie. Und haben dann sehen jetzt aber, dass das tatsächlich ein sogenannter Longseller ist. Das heißt, unsere Verkäufe sind seit Herauskommen, sozusagen nach der ersten großen Kurve, seitdem wahnsinnig stabil. Wir haben eine super gute Attachment Rate, was die DLCs betrifft. Das heißt, die Leute, die das einmal gespielt haben, kaufen zu 60% den DLC. Das ist eine brutal hohe Marge. Also normalerweise ist es so 20, wenn es hochkommt, 40. Bei uns ist wirklich ein sehr, sehr hoher Anteil von Leuten, die sagen, oh geil, mehr von dem Zeug. Was uns natürlich wahnsinnig glücklich macht und was es aber auch finanziell plötzlich wieder interessant macht, denn wir können natürlich ein DLC viel billiger produzieren als den initialen Titel. Wir haben auch von uns die Tools extra so gemacht, dass wir das können. Und
darüber rechnet sich das jetzt plötzlich in einem signifikanteren Maße, als das vorher getan hätte. Das heißt, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Also da haben wir jetzt Glück gehabt oder keine Ahnung. Ich würde sagen, da hat euch aber euer Gefühl nicht getrügt, ne? Unterm Strich, oder? Ja, ja. So. Gut, das stimmt. Wir haben, also im Prinzip ist das die Bestätigung, dass es doch nicht so schlecht sein kann ähnlich gut ist, wie wir am Anfang dachten. Und vielleicht einfach, keine Ahnung, das Marketing nicht funktioniert, dass der Titel nicht groß genug gemacht wurde oder nicht bekannt genug war. Oder vielleicht ist es auch einfach, weil es ein Nischengenre ist, eben entsprechend schwieriger mit rundenbasierten Titeln unterwegs zu sein. Aber die Spieler, ja, also tatsächlich die Bestätigung gibt es. Die Spieler, die es gespielt haben, mögen es weiterhin und wollen mehr davon und sind sehr, sehr treu. Ja. Aber halt natürlich einem niedrigen Niveau, trotz allem. Ja. Also verglichen mit großen Titeln. Aber gut, wir sind halt eine Nische. Ja. Ich denke, man darf das nicht unterschätzen, diese Longseller. Ja. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es vielleicht früher war, dass du wirklich am Anfang diesen Superpeak haben musst. Es gibt Titel, die verkaufen sich A sehr lange und B gibt es natürlich auch Titel, an denen gearbeitet wird. Ja. Ein super Beispiel ist Subnautica, ein Mega-Erfolg. Und die haben auch ganz schwach gestartet, sowohl vom Verkauf als auch vom Spielerlebnis. Und die haben das immer weiter verbessert, bis es auf einmal wirklich ein Megaseller geworden ist. Ja. Und das gibt die Spielerlandschaft oder Struktur heute eben auch her. Auch Steam hilft ja sehr viel mit seinen Algorithmen, die Leute auf ihre Interessen hinzuweisen, auf ihre Spiele. Und da jenseits von dem Coverage auf der Frontpage gibt es ja da eben glücklicherweise noch sehr viele Möglichkeiten, die Leute dann Spiele entdecken können, wenn sie ähnliche Spiele lieben. Und ich finde, das machen die schon ganz gut und das hilft auch. Man merkt das auch. Also das ist sicherlich ein Punkt, dass sozusagen für die Interessengruppen inzwischen ist es nicht mehr nur ein Schaufenster, sondern du hast eigentlich je nach Interessengruppe sozusagen hast du immer die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Und gerade Subnautica finde ich auch ein gutes Thema, weil die am Anfang war das ziemlich leer und etwas öde und das Spiel kam so anderthalb Jahre später oder sowas, wo es sich richtig drehte. Aber es bleibt trotzdem die Ausnahme. Also du musst ja dann auch in der Lage sein, anderthalb Jahre lang weiterzuentwickeln dran. Also das ist natürlich auch ein Thema, dass du dir das nicht notwendigerweise leisten kannst. Also ich habe ein anderes Studio gehabt, das sich es nicht leisten konnte. Wir sind pleite gegangen an dem Release-Problem und haben dann als sozusagen eigene Nachfolgefirma Add-ons gebastelt und die haben dann im Prinzip auch da wieder sozusagen das relativ gut nachfinanziert. Aber das ist natürlich ein rein sag ich, Problem, wenn der Verkaufserfolg ausbleibt, dann die Chance zu haben, weiterzuarbeiten, auch das Vertrauen zu haben. Das ist egal, ob ich mal Publisher bin oder Indie-Entwickler. Auch der Publisher wirft ja nicht einfach gutes Geld hinter schlechtem hinterher. Also auch der will sehen, dass es eine Chance gibt. Und natürlich helfen gute Ratings oder sowas. Aber das ist dann schwierig. Und das war der zweite Punkt, den ich ganz interessant bei dir, Steve, fand, dass du gesagt hast, na gut, das gute Gefühl. Also wir haben auch so E-Mails gekriegt, wir haben für unseren kritisch erfolgreichen, monetär völlig sinnlosen Mobile-Titel, den wir mal gemacht haben, haben wir auch Leute gehabt, die so, oh, ich sitze hier gerade in Palästina und Raketen fliegen auf uns drauf und ich kann nicht aus dem Haus gehen seit einer Woche und euer Spiel hält mich sozusagen am Leben. Und ich hab echt geheult. Also es war wahnsinnig rührend. Und klar, also wenn du sowas merkst, wenn du merkst, dass du mit dem, was du tust, irgendwo ankommst und Leute bewegst oder was änderst, dass die wirklich sozusagen Emotionen haben, jenseits von finde ich scheiße, weil war nicht gelb genug, ist natürlich super. Aber das ist auch, glaube ich, für mich auch ein Erfolgskriterium tatsächlich, was du sagst, nämlich glaubt das Studio an sich. Also glaubt das Studio dran, gibt es die Atmosphäre, dass sie sagen, jawohl, wir haben was gelernt, wir wissen, das war jetzt nicht so super, aber wir glauben dran, wir sehen die Möglichkeit, darauf aufzubauen. Und das ist auch für die Publisher, glaube ich, wichtig. Also das ist ja auch bei denen so, dass die sagen, naja gut, vielleicht nicht so finanziell, wie wir es uns vorgestellt haben, super, aber wir glauben an die Studie, wir glauben an euch, wir merken, dass das Team was kann, was will und vielleicht nur noch nicht da ist, aber wir wollen eben diese Entwicklung weiter begleiten. Also das ist vielleicht auch ein Kriterium, das eben etwas weicher ist, aber ich glaube inzwischen fast ähnlich wichtig wie der finanzielle Erfolg. Der natürlich immer sozusagen einfacher ist zu argumentieren. Aber ich kenne inzwischen viele, viele Publisher, auch viele Studios, die eben auf das zweite Produkt gesetzt haben. Also die das erste Produkt sozusagen so ein bisschen als Gehübung irgendwie machen, aber wo man schon sehen kann, okay, die haben was drauf.
Da muss ich immer an das Backups denken, das Backups allein. Das ist ja finanziell auch, ich denke mal, so kann man auch als Flop titeln. Mhm. Ja, aber hat eine wahnsinnige Reputation für Jager aufgebaut. Ja. Weil das einfach mal eine spezielle Story hatte, es letztlich aber auch gut gemacht war, unabhängig jetzt Verkaufserfolg, und es hat denen sehr viele Türen geöffnet, unabhängig jetzt vom finanziellen Erfolg. Ja, das stimmt. Naja, und auch inzwischen finanziell, denn nicht umsonst sind sie dann von großen Studios, von Tencent irgendwie investiert worden. Also das ist in der Tat, also die Aufmerksamkeit in diesem sehr, sehr vollen Markt gilt nicht nur bei der Publikumsseite, sondern auch bei der Geldgebeseite. Und ich meine, letztendlich sind ja eure Studios auch nicht zuletzt deswegen gekauft worden oder bei THQ angekommen, weil ihr eine Reputation hattet. Also das muss man ja ganz klar sagen. Wäret jetzt ihr irgendein anderes Studio gewesen, das man vielleicht nicht schon so lange kennt oder das nicht die Qualität abgeliefert hätte, dann hätte man sich das sicherlich nochmal anders angeguckt irgendwie, denn es ist eben nicht nur eine rein monetäre Entscheidung. Ne? Also es ist ja ein bisschen... Und da ist es ja, wenn man ehrlich ist, da ist es ja auch tatsächlich genauso, dass jetzt in unserem Fall du jetzt nicht sagen kannst, wir haben jetzt 8 Jahre lang Hits abgeliefert, die mega Geld eingespielt haben. Ja? Aber man konnte erkennen, da ist irgendwas. Und was wir eben jetzt mit dem Destroy uns zeigen konnten, ja, da ist, wir sind in der Lage, eben auch gute Sachen abzuliefern. Ja? Und das, ja, ist sicherlich dann auch ein Teil von dem Erfolg von den alten Releases, dass du sagen kannst, okay, hat sich vielleicht nicht verkauft oder da und da gab es Schwächen, aber du konntest zeigen, dass du im Kern was drauf hast, ja, und dass da das Potenzial da ist. Ja, das ist ja, ich meine, letztendlich sind Publisher Investoren in eine Zukunft, ja, also wenn sie gut sind, es gibt welche, die kaufen sozusagen immer einfach das Größte weg, was geht, aber in der Hoffnung, dass es dann schon funktioniert und dreschen die dann so langsam zugrunde, auch das ist ja die andere Seite, also von sehr, sehr erfolgreichen Studios, die gekauft werden und dann in der Publisher-Struktur untergehen, weil sie genau das, was sie vorher ausgebaut hat, vielleicht nicht mehr rüber retten können oder als Maschine benutzt werden und dann irgendwann etwas ausdünnen. Letztendlich, ja, muss ein Publisher sagen, was ist der nächste Titel, wenn ich ein Studio kaufe und nicht, was war der vorhergehende. Ja. Insofern ist es wie bei jedem anderen Investment eine Wette auf eine goldene Zukunft. Ja. Und das hat wie bei jedem anderen Investment auch sehr viel mit Personen zu tun und Inhalten. Ja. Gut, also das heißt, die nächsten Titel werden uns alle reich machen. Das freue ich mich schon drauf. Uns nicht mehr. Für mich nicht mehr, aber. Ja, bei euch wird es dann THQ reich machen, aber da gibt es bestimmt auch eine Bonuszahlung bei euch oder so. Oder habt ihr, ich meine, das müsst ihr nicht sagen, aber ich sag mal, es gibt wahrscheinlich doch auch ihr partizipiert in irgendeiner Form an Erfolg, jenseits davon, dass ihr ein Kästchen irgendwie Leckereien geschickt kriegt oder so. Also, tatsächlich, Partizipation ist eher, dass du mehr Spielraum kriegst. Dass du, wenn du sagst, du hast einen guten Titel abgeliefert, hast du sagen, okay, dann darf der nächste 4 Monate länger dauern. Und du darfst vielleicht mal 5 Leute mehr einstellen. Und dann, wenn der schlecht gelaufen wäre, dann hätte es geheißen, okay, jetzt haut den nächsten Mal bitte innerhalb von 12 Monaten raus und guck mal, ob so ein paar Leute loswerdet, weil das Budget kriegt er nicht mehr. Also das heißt, die Freiheit wird größer mit dem finanziellen Erfolg natürlich. Insofern kann man dann auch sich mehr trauen und es wird wiederum mehr an euch geglaubt, was euch mehr Möglichkeiten gibt. Na gut, also dann, in diesem Sinne, glaubt fest an uns und an unsere nächsten Titel. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Kommentare habt. Was macht für euch einen erfolgreichen Release aus? Klar, ihr müsst hauptsächlich wahrscheinlich erstmal das Spiel mögen. Aber wie seht ihr das? Welche Kriterien sind relevant? Wie ist heute die Release-Landschaft im Gegensatz zu früher? Ist es leichter oder schwerer, einen Titel zu releasen? Oder wenn ihr andere Themen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir nehmen die auf und verwursten die dann das nächste Mal, wenn wir wieder nicht wissen, worüber wir reden sollen. Ansonsten könnt ihr uns sehen bei der GameStar. Ihr könnt es natürlich auf dem eigenen YouTube-Kanal bei DevPlay anschauen und ihr könnt unseren tollen Podcast hören, damit ihr unsere schönen, sonoren Stimmen genießen könnt, ohne unsere Gesichter sehen zu müssen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.